Kailash ist wie eine Bibliothek, mit 100 Millionen Büchern, aber ohne Regale. Dhyanalinga ist eine effektive Bibliothek, leicht entnehmbar. Wenn du dich da hineinwühlst, wirst du nicht herauskommen. Einen Moment, wenn du absolut da sein kannst, ist alles möglich dadurch. Es braucht nur Intensität. Namaskaram, Sadhguru. Du sagtest in der Vergangenheit, dass Kailash eine spirituelle Bibliothek ist, in der viele große Wesen ihr Wissen hinterließen. Ist etwas Ähnliches möglich im Dhyanalinga? Wie du weißt, ist der Vilyangiri-Gipfel bekannt als der Kailash des Südens, denn er hat ähnliche Qualitäten, aber nicht in derselben Größenordnung. Spielt Größe eine Rolle? Sie spielt eine Rolle als Eindruck. Für das Wissen spielt es eigentlich keine Rolle. Denn angenommen, du gehst zu einer Schul- oder sagen wir Hochschulbibliothek, die vielleicht eine halbe Million Bücher hat. Du gehst in eine andere öffentliche Bibliothek, die 10 Millionen Bücher hat. Ob du zu einer halben Million oder zu 10 Millionen gehst, du wirst wahrscheinlich nur 10, 50 oder höchstens 100 Bücher lesen. Du wirst nicht eine halbe Million Bücher lesen oder 10 Millionen Bücher. Es ist also nur die Qualität der Auswahl. Und wenn du in eine Bibliothek mit 10 Millionen Büchern gehst, wenn es dort nicht einen sehr guten Bibliothekar gibt, kannst du nicht finden, was du willst, um nichts in der Welt. Ja, du kannst es nicht, es sei denn, es ist gut katalogisiert. Es ist nicht auf diese Weise katalogisiert, weißt du, es ist wie verfilztes Haar. So wird es beschrieben und so ist es auch. Es ist wie das verfilzte Haar von Adiyogi. Wenn er so macht, wird die ganze Katalogisierung gestört. Du wirst es also finden müssen. Nicht, dass du es nicht kannst, aber es braucht ein gewisses Maß an Vorbildung, um erfolgreich durch die Bibliothek zu gehen. Ja, andernfalls wirst du hingehen und auf all die Bücher starren. Es gibt alle möglichen Dinge, die für dich nicht relevant sind. Also in diesem Sinne ist Dhyanalinga eine effektive Bibliothek. Wir haben nicht so viele Bücher, wie Sie haben, aber wir haben, was benötigt wird. Leicht entnehmbar, weil es besser organisiert, katalogisiert ist. Es ist nur so, dass du genug Zeit damit verbringen musst, zu sehen. Wenn ich sage, zu sehen, will ich sagen, erst sehen, dann herausfinden, was das Alphabet ist, dann das Wort, dann der Satz und dann versuchen zu verstehen, was es bedeutet. Das ist die Art, wie man alles zu lesen erlernt. Zuerst musst du also in der Lage sein, zu sehen. Dann musst du in der Lage sein, das Alphabet zu identifizieren, das Wort, den Satz und so weiter. Braucht das Zeit? Etwas Zeit, aber nicht unbedingt eine enorme Menge an Zeit. Es braucht nur Intensität. Einen Moment, wenn du absolut da sein kannst, nicht besorgt um die Collage, die du errichtet hast, und wer du bist und was du bist und deine Sicherheit, dein Wohlbefinden und Unsinn. Wenn du dein Gefühl für Selbsterhaltung einfach unten halten kannst, dein Selbsterhaltungsinstinkt, kannst du es einfach vor dir ausbreiten. Aus diesem Grund befindet sich ein Yogi auf dem Boden, wenn du Dhyanalinga betrittst, um darauf hinzuweisen, das ist, wo du dich selbst zurücklassen musst und so eintreten. Du musst deinen Körper, deinen Verstand, deine Ideen, deine Meinungen, deinen Unsinn, alles genau dort zurücklassen und eintreten. Einfach sitzen. Nun, wo steht es geschrieben? Es steht nirgendwo geschrieben. Aber alles ist möglich dadurch. Dem Umfang der Größe nach ist es nicht Kailash. It is not Kailash. Denn Kailash ist ein Haufen Material. Kailash ist wie eine Bibliothek mit 100 Millionen Büchern, aber ohne Regale.
Einfach in einem Haufen. Just in one heap. Du wirst dich da durchwühlen müssen. Es ist ein enormer Prozess. Sogar große Weisen wie Rishab Maharishi gingen und verloren sich. Er kam nie zurück. Denn wenn du 100 Millionen oder eine Billion Bücher siehst in einem großen Haufen, das Buch, das du finden willst, wenn du dich da hineinwühlst, wirst du nicht herauskommen. Genau das ist passiert. Nicht nur mit ihm, vielen anderen Weisen und Heiligen ist das passiert. Ich dachte daran, dort für 3 Monate mit ein paar Leuten zelten und zu versuchen, es zu erforschen. Dann, als ich es mir genauer ansah, wusste ich, dass wenn ich dorthin gehe, es das Ende ist. So, I'm okay here. Es geht mir also gut hier. Dhyana Linga ist also definitiv diese Art von Möglichkeit, aber prägnanter auf den Punkt. Genug für, ich würde sagen, jeden Menschen. Es sei denn, Adiyogi selbst kommt. Dann wird er sagen, ah, nettes Spielzeug, das du geschaffen hast. Jeder andere wird zu ihm aufschauen als den höchsten Gipfel. Jeder andere. Nur er kann darauf herabschauen. Aber das ist in Ordnung.